Ich dachte, ich mache euch kurz mal ein Video hier aus dem Fitnessstudio, weil mir gerade was sehr bewusst geworden ist. Während ich hier so trainiert habe und gemerkt habe, dass es mir heute gar nicht so leicht fällt und die letzten Tage eh nicht, ich habe gar nicht so die Power und ich wollte schon sagen, komisch, was ist denn los? Im Moment bin ich nicht so motiviert. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, und das sollten wir immer sein, wir sollten immer unsere Gedanken mal überprüfen. Da muss ich sagen, ich war sehr, sehr viel unterwegs zwischen Barcelona, Berlin, Frankreich, Studio, sonst was. Immer spätes Essen und davon nicht wenig. Immer mal ein Gläschen Wein dazu und ein Gläschen Prosecco, was ja nicht schlimm ist. Ihr wisst, ich habe das gerne. Ich habe was gegen zu viel Alkohol. Ich habe was gegen Gewalt nach Alkohol. Das muss auch mal gesagt werden. Und einfach unkontrolliertes Trinken. Wirklich, Leute. Aber das ist ein anderes Thema. Kann ich auch mal darüber berichten. Und logisch, dass der Körper dann anders reagiert und nicht so die Power hat. Und das ist in anderen Bereichen unseres Lebens genauso. Schau mal, vielleicht denkst du, boah, auf der Arbeit läuft es gerade nicht so, ich gehe nicht so gern. Dann hinterfrag mal, wieso, was ist gerade anders? Es kann eine Kleinigkeit sein, du lästerst über Mitarbeiter. Und deswegen, ihr wisst, wie schnell wir mal quatschen, gerade wir Frauen, deswegen hat sich was verändert am Arbeitsplatz. Geh hin, entschuldig dich, räum auf, mach sauber, du wirst sehen, es verändert sich das ganze Klima. Vielleicht hat es auch mit deinem Glaubensleben zu tun. Du denkst, boah, Gott ist mir gerade gar nicht so nah. Betest du noch? Oder du sagst, ich bete doch und Gott antwortet nicht. Liest du denn gerade in deiner Bibel? Ich meine, es passt auf jeden Bereich unseres Lebens, sobald wir irgendeine Kleinigkeit mit reinlassen, eine kleine Lüge. Zu wenig Schlaf, ich habe nicht die Power zum Training. Du lästerst über Leute, du gehst nicht mehr gerne an die Orte, wo du auf sie triffst. Weißt du, was ich meine? Pass auf, dass du nicht kleine Lügen, die kleinen Sünden in dein Leben lässt. Und zieh durch, geh, entschuldige dich. Und für mich heißt es, trainier erst recht und dann wird es wieder besser und schlaf ein bisschen mehr. Was sind die kleinen Lügen, die sich in dein Leben eingeschlichen haben, die dir den Alltag ein bisschen schwerer machen? Kommentier gerne drunter, mich würde es interessieren. Und was tust du dagegen? Ich gehe weiter.